So, liebe Traderinnen und Trader, jetzt ist es soweit. Wahlwoche in den USA steht vor uns. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier vor einer schlaflosen Woche stehe, aber ich als Trader weiß momentan nicht so richtig, <laughs> was mich erwartet hier. Äh, so was wie jetzt habe ich echt noch nicht erlebt. Äh, heute Nacht äh, das Gerücht, die Fake News, ja, dass <laughs> Donald Trump sich äh, schon äh, direkt nach Ende der Wahlen sozusagen, äh, wenn es gut ausschaut, zum Sieger erklären möchte, ohne die Wahlergebnisse abzuwarten, äh, die Diskussion <laughs> um die Tatsache, dass eingegangene Stimmzettel, also alle Stimmzettel, die bis morgen eingegangen sind, noch bis Freitag ausgezählt werden dürfen. Ich glaube, in Pennsylvania wurde das mittlerweile auch per Gesetz oder per Gericht ähm, genehmigt. Das alles anzufechten, das klingt nach ordentlich Streit. Das ist schon vorprogrammiert an dieser Stelle. Ähm, und ich denke, sollte es keinen haushohen, äh, sage ich mal, Vorsprung von beiden geben, dann können wir uns auf ordentlich was einstellen. Und was mir persönlich so ein bisschen Sorgen macht, ist das Thema, was in den USA auch los ist um das Thema Wahl. Diese ganzen Ausschreitungen, dass jetzt sozusagen ähm, die unterstützenden Kräfte, also Polizei und so weiter und so fort, was es da in den USA nicht alles gibt, dass die jetzt schon rangezogen werden zur Vorbereitung ähm, auf Unruhen um die Wahlen, dass die dass die Geschäftsinhaber in gewissen Metropolen sich Sorgen machen vor Plünderung, vor Ausschreitung. Oh Mann, das ist echt heftig. Also Trading hin oder her, wir werden gigantisch viele Chancen wahrscheinlich bekommen, ähm, aber ich hoffe, dass alles irgendwie glimpflich abläuft und wir hier irgendwann im Laufe des Mittwochs zumindest schon mal halbwegs verlässliche Zahlen bekommen können und ähm, ja, nach den Vormeldungen, die wir jetzt schon haben, sollten wir uns echt auch darauf einstellen, das ist wirklich nur ein Einstellen darauf, dass das Ganze sich mal locker über die Woche hinzieht, wenn nicht sogar noch deutlich länger, wenn es dann zum Gerichtsverfahren kommt und und und. Also, das sieht einiges nach Unruhe aus an den Märkten, das sieht nach Entdeckung gehen aus an den Märkten und das halten wir natürlich im Blick heute mit Blick auf eure US-Dollar, das hatte ich ja schon im research am sonntag geschrieben austral -Dollar, dollar habe ich auf der uhr sehr interessante situation dort immer noch deswegen habe ich es heute noch mal reingenommen. Das hatten wir am 25. hatten wir das Währungspaar besprochen. Es hat sich allerdings ein bisschen was geändert, was das Thema der Korrektur angeht. Das schauen wir uns gleich näher an. Und dann schauen wir noch auf das Währungspaar Euro-Britisches Pfund. Dazu natürlich wie immer gerne auch eingestreut den ein oder anderen Wunschmarkt. Das heißt, hier diejenigen, die hier live zuschauen auf Facebook oder auch auf Zoom, gerne die entsprechenden Wunschmärkte rein. Und ich schaue auch gleich mal jawohl. Guten Morgen, Grüße. Kommen auch schon durch hier ähm, auf Zoom und auch auf Facebook. Da freue ich mich da weiß sich das alles mit ankommt. Also, schauen wir uns das Ganze doch einfach mal jetzt aus der Nähe an. Zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Ich bitte hier wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier geschrieben steht. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir besprochen und dann gehen wir mal auf die Tagesnachrichten ein und da kam jetzt über Nacht, wir haben ja diese Woche sehr sehr viele entsprechende ähm, Einkaufsmanager-Indizes hier ähm, auch mit äh, da und China hat hier vorgelegt. Und zwar sehen wir hier den Ups, den HSBC Einkaufsmanager-Index mit einem Wert von 53,6. Und da möchte ich mal ganz kurz hier noch ein Bild mit in den Hintergrund ziehen. Ich hoffe, ähm, das kann man in der Übertragung jetzt hier an dieser Stelle auch gut sehen. Das ist mal die Entwicklung vom Einkaufsmanager-Index in China, HSBC-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe auf die letzten fünf Jahre. Schaut euch mal an. Geist, <laughs> wir stehen auf einem Fünf-Jahres-Hoch. Auch wenn viele immer sagen: Ja, die Zahlen aus China kann man doch vergessen, die sind doch geschminkt. Überlegt euch bitte bei diesen Aussagen aber eins, trotz dass die Zahlen vielleicht geschminkt sind, vielleicht auch nicht, es hat Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. China produziert, China fragt nach, China macht alles Mögliche und das wirkt sich auf die Wirtschaft aus und egal ob diese Zahlen jetzt fake sind oder nicht. Es wirkt sich aus und das ist positiv zu sehen und das denke ich mal wird auch äh, in irgendeiner Weise mittelfristig Auswirkungen haben, wenn sich das voraus oder wenn sich das auch weiterentwickelt und das sind so Zeichen, wie äh, ein Staat auch aus der Krise rauskommen kann. Ja gut, hier wir wissen selber, dass da viel auch durch die Infrastrukturmaßnahmen des Staates äh, mit angekurbelt wird, aber so kommt so langsam Stück für Stück auch Leben in die Bude ähm, und das ist das, wo man sieht, so kann es gehen und das ist das, worauf wir uns auch hier bei uns in Deutschland und den Rest der Welt einstellen können, wenn Thema Covid-19 dann irgendwann irgendwo irgendwie wieder ähm, in vernünftige, sage ich mal, kalkulierbare Bahnen kommt, das Thema der Lockdowns irgendwann wieder anders geregelt werden kann, dann wird die Welt auch wieder anders ausschauen und gerade jetzt bei uns in Deutschland, wenn wir uns die Nachrichten mal ankommen, wir haben ja wieder mal nur ein einziges Thema, wir haben Covid-19 und die Welt ist schlimm, wir stehen vor einem Untergang, ähm, es wird alles eingeschränkt und 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 na klar ist das extrem schlimm aber wir müssen einfach mal schauen, was die Börse macht und die Börse nimmt viele Sachen auch vorweg und wir werden es sehen. Da wird sich der ein oder andere vielleicht auch an die Worte erinnern, sobald es erste positive Nachrichten gibt und das wird sein, wenn beispielsweise die Covid-Zahlen sich positiv verändern, dann wird sich das Bild an den Märkten wieder relativ schnell umkehren und man wird sich daran erinnern, so war es zumindest in der Historie immer, dass man sich an die guten Dinge erinnert hat. Man wird sich daran erinnern, wie gut die Erholung, ja, in Gang gekommen ist. Ja, es gibt, weiß ich, viele Bereiche, wo die Erholung nicht so gut in Gang gekommen ist, aber es gab eine Erholung im, äh, im, im direkt sozusagen im Anschluss an die, sage ich mal, erste große Welle. Ähm, und das äh, wird auch belegt durch Zahlen. Ähm, das wird sich dann wieder durchsetzen mit guter Wahrscheinlichkeit und dann werden wir bald ganz andere Werte wieder an den Märkten sehen. Und das sollten wir so ein bisschen mit dem Auge behalten. Also ich sage da immer auch zu den Menschen, ähm, die so zu mir in die Ausbildung kommen oder die so negativ äh, gestimmt sind, Momentan. Guckt nach vorne und richtet euren Fokus auf die, positive, die positiven Dinge aus, die kommen können. Das macht die Börse nämlich auch. Wenn es schlecht ist, guckt die dann irgendwann auf die positiven Dinge und dann fängt sie plötzlich an zu steigen. Das ist das, was vor uns liegen kann. Also ein bisschen Optimismus sollte hier nicht schaden. So, und wir machen jetzt weiter. Egal, ähm, äh, sag ich mal. Was das Thema Covid macht. Wir blicken jetzt auf die Währungspaare und die bewegen sich natürlich. Da gibt es Gründe für, aber die Gründe sind uns jetzt erstmal hier zweitrangig. Wir schauen jetzt auf die Währungen. Ich starte jetzt nicht mit dem Währungspaar austral dollar, -Dollar sondern wir blicken zuerst einmal auf den Euro. Euro, US-Dollar. Hier, Moment, wo haben wir ihn gestanden? Ist er? Jetzt muss ich, ich suche den immer hier. Hier ist er. Da haben wir den Euro-US-Dollar. Wir haben jetzt hier den Tageschart. Ich möchte an dieser Stelle allerdings mal kurz den Blick hier in die Woche wagen. Warum möchte ich den Blick in die Woche wagen? Ich mache mal kurz den Zeitrahmen hier aus. Ich möchte den Blick in die Woche wagen. Doch, den Zeitrahmen brauchen wir hier. Und zwar möchte ich den Blick deshalb in die Woche wagen, weil wir auf Wochenbasis in einem Aufwärtstrend sind, dessen Bewegungsarm hier unten bei knapp. 1,1170 angefangen hat und hochdynamisch nach oben gelaufen ist, bis auf die Marke von etwas über 1,20. Und das hat hier halt einen wichtigen Bereich rausgenommen. Ne? Hier, dieses Level, dieses Drehlevel, was wir hier oben sehen, um die 1,15, ist damit rauskatapultiert worden. Und für diejenigen, die sich jetzt sagen, was heißt denn das jetzt mit Bezug auf dieses große Bild, was hier läuft, ich mache euch einfach mal kurz den Entry-Bar der will nicht reinkommen. Moment, ich probiere es nochmal. Ah, der kommt nicht rein wegen der blauen Linie. Okay, passt auf. Folgendes. Was wir hier jetzt haben, ist der Aufwärtstrend. Und das ist der letzte Bewegungsarm. Und wenn wir uns mal die Tiefe dieses Bewegungsarmes anschauen, dann sind wir hier an dieser Stelle schon in, dem, in der Situation, ich, ich zeichne das Ganze mal ganz kurz ein hier, dass wir hier schon jetzt in die Tiefe. Der Korrektur einlaufen. Ne? Das ist ja mal der Balken, den wir hier haben. Hier wird es tief. Und der Markt kann, ohne dieses große Gesamtbild rumzudrehen, ich hatte das ja vor geraumer Zeit schon mal gezeigt. Hier, man schaut, kann man es sehen. Ja, man kann es in etwa sehen. Ähm, das war mal so eine Prognose, eine mögliche Entwicklung der entsprechenden ähm, äh, der Zirkel im Euro-US-Dollar, dass sich solche Phasen immer wieder abwechseln, solche steigenden und fallenden Kursphasen. Und jetzt sind wir möglicherweise wieder in so einer Dekade, wo das schön nach oben laufen kann. Das waren auf der Art Grafik, die wir gerade gesehen haben, sind das 16 Jahreszeiträume gewesen. Und wenn das kommt hat man natürlich auch immer mal Korrekturen und diese Korrekturen führen halt auch immer mal dazu, dass es Gegentrends gibt. Das ist alles in Ordnung. Und wenn wir uns diesen großen Trend hier mal anschauen, dann haben wir halt den Platz nach unten. Das ist jetzt allerdings nichts, was uns im kurzfristigen Intraday-Trading hier beschäftigen sollte. Aber wir haben halt und das ist wichtig. Deswegen schauen wir jetzt hier uns auch mal kurz den Wochenchart auch an. Auf der Woche haben wir hier das Korrekturlo hier unten bei ungefähr 1,16,12 und wir haben hier oben das Spike High bei 1,18,83 und damit haben wir jetzt mal einen Schwungbereich, eine sogenannte Trading Range. In der sich der Markt bewegt, und das sind irgendwo hier auch die, die Limite der Kerzen hier oben. Also, ich ziehe das mal ganz kurz ein Stückchen runter hier, wenn wir uns mal diese Kerze anschauen. Äh, laut allgemeiner Lesweise ist das halt ein Außenstab, und all das, was zwischendrin ist, das sind diese sogenannten Trading Ranges. Und da haben wir jetzt halt zwei Faktoren. Erstens sind wir sehr nah an dieser Range dran. Und zweitens hat diese Range auf der Unterseite einen wichtigen Halt mit Bezug auf diese Korrektur. Heißt an dieser Stelle, hier werden halt zwei Dinge opportun. Entweder wir sehen den Schub nach unten, hier rein an diese Stelle. Das heißt an diesem Punkt, die erste initiale Bewegung nach unten haben wir ja gehabt und jetzt schwingen wir hier drin. So und wenn wir jetzt allerdings. Die Tatsache bekommen, dass wir nach dieser Korrektur hier oben rein unten drunter durchfallen, dann haben wir auch auf Wochenbasis erst einmal einen Abwärtstrend laufen und dann steigt schon deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diese tieferen Bereiche unten reinlaufen. Und mit Blick auf die Woche sehen wir auch Anlauflevel, da kann also viel kommen. Hier einmal um die 1,15 und hier drüben den Entstehungsbereich oder die Fortsetzung von diesem Trend hier um die Marke ganz grob von 1,14. Das sind die Marker, die wir da unten auf der Uhr haben. Aber soweit ist es noch lange nicht. Das heißt, wir sehen ja auch dieses Hin und Her gezappel hier innerhalb dieser Range und das Müssen wir ganz einfach auch betrachten, was wir hier an dieser Stelle dann haben, ist hier, schaut mal hier, das war der erste April, hier könnten wir durchaus auch einen zweiten April bekommen. Und aus diesem Grund schauen wir uns das Ganze jetzt erst einmal flott in der Tagesbasis an. Das heißt, hier sehen wir es schon ganz klar, hier war der Schub nach oben, na? das ist also gut gewesen, oben rein. Hier ist diese Range, oben und unten haben wir die Begrenzung an sich. Ich ziehe das Ganze mal kurz hier noch ein Stückchen weiter rüber. Also hier an dieser Stelle sozusagen, damit rein, hier unten durch. So, jetzt kommt es wirklich drauf an, gibt es einen Abprall oder den Durchrutsch? Wenn es einen Durchrutsch geben sollte, dann haben wir nicht nur die weiten Trading-Bereiche, die ich gerade besprochen habe, ähm, mit äh, zu beachten, sondern hier im Untergeordneten möglicherweise auch noch den ein oder anderen Anlaufpunkt. Aber. Wir sehen es halt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, durchaus mal locker das Potenzial nach unten durchzulaufen. Wenn es bricht hier in diese Bereiche rein, wie ich schon gesagt, das ist der Auffangbereich um die 1,15. Und dann hier sehen wir auch, das Verharren kurz drunter hier angelaufen, dann so eine, so eine bogenförmige Korrektur und dann zack, der Weg drüber, die 1,14. Durchaus Marker, die wir haben sollten, aber mit dem Thema Bruch, ist die eine Sache abgearbeitet. Die zweite Sache, die wir hier sehen, ist, wo laufen wir denn hin, wenn wir innerhalb der Range bleiben? Und das ist interessant, und ich muss jetzt mal ganz kurz hier so zusammenspielen, das Ganze, ähm, wenn wir tatsächlich den Bruch nach unten bekommen, wo haben wir denn dann noch Anlauflevel? Da können wir uns orientieren an Marken, die wir in der Vergangenheit gehabt haben. Das sind so die, die sogenannten Schwunglevel hier. Ich mache die mal ganz kurz hier in magenta Farben, weil es halt wirklich untergeordnet ist. Kurzen Augenblick. So, halt so, das Eigenschaften und dann Magenta. Und da haben wir als Anlaufmarker nämlich das, was wir auf der Aufwärtsbewegung hier an Zwischentiefs gehabt haben. Ich kann das jetzt leider nicht größer machen an dieser Stelle, ähm, weil wir hier sonst nichts sehen. Beziehungsweise ich kann mal einen Versuch unternehmen, ob das klappt, ob ich das rüberschieben kann. Wartet mal kurz ab, hier das Bild zu ziehen. Na, ich kriege es jetzt leider nicht rübergeschoben. Doch, hier könnten wir es sehen. Also. Jetzt muss ich mal kurz schauen, dass wir es hinbekommen. Die Bereiche hier unten, genau. Also was wir jetzt mal betrachten ist dieser Weg nach oben hier. Also diese Zwischentiefs. Ich klemme hier mal den Rest gleich noch mit runter, dass wir es besser erkennen können. Da mache ich es mal groß. Das haben wir noch auf dem Weg nach unten vor uns. Also ungefähr die 115,8 und also 80 und die 115,40. Das sind Zwischenbereiche, die wir da haben. Und das sind hier. Jetzt muss ich noch mal wirklich schauen, dass wir es zusammenbekommen. So, hinten in diesem Bereich, nee, ich krieg's nicht hin. Tut mir leid, da passt die Kurshistorie nicht. Müssen wir in irgendeiner Art und Weise so machen. Also die Unterseite, wie schon gesagt, hier hinten dran, das die Marker, die wir zwischendrin haben, wenn es zu einem kompletten Durchbruch kommt. Kommt es allerdings nicht zum kompletten Durchbruch, dann wird es interessant, nämlich dann haben wir hier wieder mal die Unterstützung. Und die Unterstützung hat halt auch schon hier hinten mal ein gewisses Maß gehabt, wo sie gehalten hat. Also sozusagen. Hier hinten in diesem Drehbereich, dann hier vorne und hier möglicherweise dann das dritte Mal. Und das schauen wir uns jetzt mal noch genauer an. Den letzten Bereich hier in diesem, ähm, sage ich mal, Weg, auf dem wir hier momentan sind. Und da haben wir ganz klar eins vor uns liegen. Der Weg vom Abpralllevel hier oben, ja, rangelaufen hier. An die 1,17, das ist dieses Bruchlevel nach unten, das ist jetzt tatsächlich der Widerstand. Jetzt schiebt es den Markt nach unten. Und wenn wir hier unten keinen Bruch bekommen, sondern einen Abprall, dann wäre mal der allererste aller Anlaufpunkt hier dieser Drehbereich, dieser Widerbestand um die 1,17. Und wenn wir da drüber gehen, dann können wir uns so ein bisschen an den höheren Marken ähm, auch entsprechend äh, orientieren. Das wäre mal hier zum Beispiel dieser Schubbereich nach oben. Also als wir hier oben rumgedreht sind, das ist die Marke um die 11760. Dann hier knapp unter 118 auch dieser Bereich, dieser Drehbereich, den wir hier hatten. Schaut mal hier. Da ist der Markt so richtig nach unten in Fahrt gekommen, da hat sich der Abwärtstrend gebildet ähm, und das sind so wichtige Level, die wir als Anlaufmarke haben. Dazu hier oben natürlich haben wir noch ein paar weitere ähm, Level mit Liegen auf dem Weg zur Range-Oberseite um 1,18, ähm, ja grob um die 8 mit Liegen ähm, und das sind entsprechend hier das, was wir hier oben drin liegen haben. Schaut mal hier das oben rein, 1,18. 18,40 in etwa und dann haben wir hier an dieser Stelle noch da oben drauf 1,18,65. Da ist ordentlich Potenzial auch zur Oberseite da und das, das ist ja die gigantische Chance, die wir hier haben innerhalb der Range. Wir haben hier unten äh, 16, 17, 18, 2,6 Cent nach oben hin Luft. Das ist eine Menge. Ähm, Nein, Pens sind sie an dieser Stelle und damit können wir natürlich was anfangen. Wie sieht es aus? Wie kann man das Ganze sehen? Sehen wir hier, wir sehen eine massive Abflachung unten ähm, an dieser Range-Unterseite und wenn sich diese, sag ich mal, Abflachung tatsächlich jetzt nach oben ausarbeitet und wir tatsächlich hier im Kleinen. Über dieses Schwunglevel drüber gehen. Schaut mal, das hier drüben, das war der letzte Verkaufsbereich und da kommt so noch nicht so richtig Dynamik rein. Aber wenn wir das Thema mit Dynamik wegnehmen, also diesen Bereich, den wir hier als Unterstützung gehabt haben, der ist ja jetzt hier Widerstand, wenn wir den dynamisch nach oben rausnehmen, dann haben wir wirklich Chancen, die Oberseite anzulaufen und das wäre dann so ein Abprall von der Unterseite und dafür sind wir jetzt wirklich nahezu perfekt verortet. Also hinschauen, genau was passiert beim Bruch. Ist der Weg nach unten jetzt besprochen? Bei einem Abprall die Chancen zur Oberseite? Das zum ja, Euro US-Dollar und damit machen wir weiter mit dem Währungspaar. Wir bleiben mal noch beim Euro und zwar Euro britischer Pfund. Da ist immer noch eine Menge Brisanz mit drinne durch das Thema Brexit. Ne? Da ist es momentan auch relativ ruhig, ähm, aber wir haben es mal hier. Und wir sehen momentan den Markt wieder. Wartet mal, ich mache das gleich mal, bevor wir in den Tag noch mal kurz reinlegen. Ähm, mache ich hier den, das Level, wo wir gerade verortet sind, gleich noch mal zum Widerstandslevel, äh, das an dieser Stelle. Und dann schauen wir zunächst einmal in den Tagestrend mit rein. Ich will das hier an dieser Stelle nur zeigen, dass jeder auch sehen kann. Ich räume hier nochmal kurz ein bisschen im Chart mit auf, dass wir ein bisschen Platz haben, dass jeder sehen kann, wir haben hier einen laufenden Abwärtstrend. Wir stehen fallende Hochs, wir sehen, äh, wir sehen fallende Tiefs. Das sind ganz klar die Marker von einem Abwärtstrend. Und für das kurzfristige Trading ist es jetzt halt interessant, was machen wir denn hier? In diesem Widerstandsbereich momentan. Also an dieser Stelle, jetzt habe ich hier ein bisschen viel gelöscht. So, an dieser Stelle hier oben, da prallen wir ja schon wieder ab und wir sehen halt, dass dieses Level um die neunzig 25 das ist ein wichtiger Drehbereich hier oben. Der hat oft schon in der Historie für Markt-Action gesorgt. Und wenn wir jetzt wieder den Abprall bekommen, heißt das halt, dass wir uns mal damit beschäftigen sollten, was passiert hier drunter. Das Tief vom Freitag ist hier wichtig. Drehen wir rum. Setzt sich nämlich der Bewegungstrend hier fort. Wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, das ist der größere Zeitrahmen. Und dieser Arm hier, das ist jetzt der Bewegungstrend. Und der läuft auch schon trendförmig. Wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, hier an dieser Stelle der trendförmige. Verlauf hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und das schauen wir uns jetzt mal eben in der kleineren Zeiteinheit um. Ich schalte jetzt mal in den Vier-Stunden-Chart mit rein. Da können wir das Ganze nämlich relativ gut auch schon erkennen. Und auch wenn ich es hier ein bisschen zusammenraffen muss, wir sehen auch hier im kleineren, dass der Markt nach unten trendet mittlerweile. Schön der Schub nach unten. Ne? Und das ist jetzt hochinteressant, was hier an dieser Stelle passiert. Das hier ist dann quasi, wenn man das Ganze auf den 4-Stunden-Trend bezieht, also wir gehen jetzt ganz klein in die Zeiteinheiten rein, ja. Wir wissen, dass der Tag in seiner Bewegung ist, in seiner Abwärtsbewegung. Ähm, wir wissen sozusagen, dass das der letzte Bewegungsarm ist, den wir hier oben von dort oben bis hier unten drinnen haben. Und was wir jetzt machen ist, wir schauen uns mal den untergeordneten Trendverlauf an, den wir hier haben. Denn für die kurzfristigen Trader an dieser Stelle ist es durchaus interessant für Intraday-Trade, wenn wir hier oben die Umkehr bekommen, ähm, sich bis hier unten laufen zu lassen. Zum Thema Trendfortsetzung. Und wenn der Trend sich tatsächlich fortsetzt, sehen wir im kleineren Bereich ja auch schon den nächsten Anlaufpunkt, nämlich hier drüben in diesem Drehbereich unten, wo wir dieses kleine Bildchen haben, um die knapp, äh, um knapp 0,90. Also das ist hier 0,89, 5,91, was das kleine Zwischentief hier unten gewesen ist. Das sind gute Chancen und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich ziehe hier mal ganz kurz noch eine Linie dran, dass wir uns auf diesen quasi Markt hier beziehen. Und dann klicke ich mal kurz in den 15-Minuten-Chart und da sehen wir, was hier momentan ist. Das hier ist die Gegenbewegung, die läuft trendig nach oben. Ja? Und wenn wir uns mal dieses Level jetzt anschauen wollen an dieser Stelle, dann sollten wir eines ganz genau mit im Blick haben. Und zwar, das ist jetzt für den Kurzfristbereich sehr, sehr wichtig: dieses Level hier. Wo sich dieses Zwischentief gebildet hat. Das ist dieses, sage ich mal, kleine Drehlevel hier um die 09012. Da haben wir gesehen, ran gelaufen, abgeprallt, runter. Rangelaufen, abgeprallt, runter. Also so ein kleines W gemacht. Dann ging es drüber, dann kurzer Test und dann nach oben. Und wenn diese Linie, die jetzt von unten zweimal getestet wurde, und von oben ähm, zweimal kurz gehalten hat, wenn die jetzt nach unten zerbrochen äh, oder zerbrochen wird, sozusagen, dann haben wir hier in gewisser Maßen äh, ein folgendes Bild. Ich zeichne es mal ein. Das ist die kleine Umkehr, die wir hier sozusagen sehen. Das ist ein sehr, sehr frühes Signal. Ähm, aber das kann man durchaus innebehalten, nämlich dann haben wir hier diese Tatsache, dass wir dann nach unten laufen. Das ist halt für den Intraday-Bereich jetzt interessant. Dann haben wir nämlich im kleinsten einen Gegentrend und das wäre das Umkehrsignal für die vier Stunden, das Short-Umkehrsignal. Und wenn wir da hier drunter fallen, dann ist diese Range hier rausgenommen, also diese, nein nicht diese Range, bitte entschuldigt, dieser Unterstützungsbereich. Und dann haben wir durchaus Chancen zur Unterseite reinzulaufen. Das heißt von dort aus an diese Marker, die wir hier haben, an diese Punkte, die da unten drinnen liegen, ähm, das sind durchaus Punkte, die relevant werden können. Hier gibt es auch noch ein kleines Gap mit drinnen. Das ist interessant und das schauen wir uns jetzt noch mal kurz mit den richtigen Marken an. Das Heißt hier an dieser Stelle, wo kann es hinlaufen? Hier, schaut mal, das sind so die Ecken, die wir da drinnen haben in diesem Trendbereich. Da liegen die zwei letzten Punkte, die zwei Schnittpunkte oder Drehpunkte auch relativ eng aneinander. Hier grob die äh, 89, 089, 99, 4 und die 08998. Nummer 1. Ja, und Nummer zwei dann tatsächlich unten drunter hier diese Levels, die wir hier unten haben, um die 0,89, ähm, 84, 85. Das Intraday bitte, ja? Also nochmal kurz auf den 4-Stunden-Chart draufgeschaut, wenn wir uns das mal anschauen. Die Marker, die ich jetzt hier rausgesucht habe, sind ganz klar hier in diesem letzten Korrekturarm verortet. Und wenn der hier oben rumdreht in diesem Bereich, dann haben wir es nach unten raus. Ausdehnung nach oben, die Chance haben wir sogar auch noch. Wenn es noch etwas weiter gehen sollte, bis hier oben rein kann es laufen. Ne? Das wäre dann mal bezogen auf das Schwungbild, was wir hier unten drunter, drunter haben. Das wäre die tiefe Korrektur dieses letzten Armes hier unten rein. Also wenn wir jetzt tatsächlich weiter steigen über die 09025 hinaus, dann haben wir den Weg geebnet hier oben mal rein, Richtung ähm, 090 knapp 53. Und das Ganze nochmal kurz, auch der Blick hier ähm, in den 15-Minuten-Chart. Da muss ich jetzt allerdings ein bisschen kleiner machen, sozusagen. Das wäre dann bis hier oben rein. Und wenn wir hier mal noch was sehen wollen, ähm, dann sehen wir ganz klar hier oben dieses kleine Zwischenhoch. Das hier, die drüben an dieser Stelle, so bei knapp ähm, 0,9030. Ja, und dann haben wir hier oben noch die zwei kleinen Anlaufpunkte, wobei die wirklich klein sind. Aber es sind halt ähm, Punkte, die halt relevant waren. Hier einmal das Drehlevel um die 0,9038 in etwa. Und hier drüben dann die 0,9042. Das, die Marke auf der Oberseite nahezu in die korrektive Phase rein, das passt also sozusagen hier an dieser Stelle ins Bild vom Euro-Britischen Fund und dann gehen wir noch zum Austral-Dollar kanadischen Dollar, wie schon gesagt, den hatten wir vor ein paar Tagen erst ähm, aber, guys wenn Action kommt, kommt Action, ja. Man weiß ja nie, äh, wie es reinläuft. Deswegen müssen wir diese Währungspaare auch immer wieder auf der Uhr haben und deshalb sprechen wir hier regelmäßig drüber. Und wenn wir mal kurz schauen, wir haben es am 25. besprochen, hier, das war sozusagen dieser Bereich hier, wo wir auch gesagt hatten, okay, wir haben natürlich innerhalb der Korrektur noch Potenzial bis oben rein, hier in diesem Widerstandsbereich oben drauf. Um, und der Abrall von oben, da gab es schon mal einen Indiz, aber hier oben ging der Markt da nicht richtig rauf. Jetzt allerdings haben wir äh, eine bestätigte Umkehr mittlerweile und zwar hat das Ganze ähm, hier. Nach unten gebracht, also hier an diese Stelle rein, müssen wir sehen, was dort unten wird. Ähm, das muss man so ein bisschen mit dem Auge behalten an dieser Stelle, was hier rein technisch ist an diesen, an diesen Punkten ähm, und ähm, ja, den Markt mit antizipieren. Das heißt, man muss ja auch relativ flott sein, weil wir sind jetzt, ähm, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, wartet mal, ich muss noch mal kurz reinschauen. Wir schauen ja hier immer wieder auf die entsprechenden Tagesvorbereitungen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Steht diese Woche in Australien eine Notenbanksitzung an, aber das muss ich mal kurz checken, weil die steht diese Woche bevor. Und da kann es im Vorfeld des Ganzen tatsächlich auch dazu kommen, dass wir hier den Schub nach unten bekommen. Ja, morgen bekommen wir hier im Australdollar, also in Australien, da ist der Zinsentscheid, da gibt es auch eine PK hinten dran. Es wird sogar erwartet, dass die Zinsen sinken. Wenn das kommt, ist das ganz klar. Das ist, ja, das wird sehr, sehr spannend. Also, das muss man unbedingt auf der Uhr mit haben. Auf alle Fälle, der Weg nach unten ist mit da und deswegen ist der Weg nach unten auch zu besprechen. Und das ist jetzt sozusagen die Pri-Phase, die Vorbereitungsphase zum Australdollar. Und der hat jetzt natürlich aus dem Bereich, wo wir kommen, die Chance, sozusagen weiter nach unten auch zu laufen. Die Umkehr ist jetzt entsprechend da auch gewesen. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, der Weg ist jetzt erst einmal offen hier unten bis zum kleinen Zwischentief unten ran um die Marke von 0,92 knapp 39. Das ist der Weg, den wir offen haben. Und wenn wir uns das im kleineren Bereich mal wirklich anschauen wollen, dann sehen wir halt auch, wo es hingehen kann. Ne? Also wir sind jetzt sozusagen in der Umkehr drinnen. Wir haben mittlerweile einen laufenden Abwärtstrend. Also das läuft halt alles momentan auch in Richtung der übergeordneten Situation. Und wenn es hier dann entsprechend weitergeht, haben wir die Chance, das nach unten auszuarbeiten. Und das Zwischentief hier unten, was wir haben, um die 0,92, äh, knapp 40 hier unten, was wir drin liegen haben, das wäre mal der Anlaufbereich äh, für diese ganze Sache, ohne dass wir eine Trendfortsetzung bekommen. Und das, wie schon gesagt, für die kurzfristigen Trader, die das gerne möchten. Gibt Gas genau die Richtung vor. Und wenn wir hier vor der sozusagen Notenbanksitzung noch den Schub nach unten mit reinbekommen wollen, kann man das natürlich machen. Und da stellt sich halt immer so die Frage: Muss man vor einer Notenbanksitzung noch traden, ja oder nein? Es kommt ein bisschen drauf an, wie man seinen Trade entsprechend aufbaut. Wenn wir, wenn wir das große Gesamtbild hier sehen an dieser Stelle, dann ist es halt so, der Markt ist definitiv abwärts gerichtet und der ist auch über die letzten Notenbanksitzungen ähm, der, Austral, äh, der Australischen Notenbank auch abwärts gerichtet geblieben. Und da kommt immer so ein bisschen äh, darauf an, wo man sich hinsetzen möchte und welchen Weg man äh, im Trading begehen möchte, ob man sich hier nur auf einen kleinen kurzfristigen Trade einlassen möchte oder ob man das größere Bild sieht und sich sagt, okay, wenn sich der Trend nach unten fortsetzt, wäre der nächste Anlaufpunkt hier unten dieses Schwunglevel um die 0,9145, dann hat das Thema mit der Notenbanksitzung eine ganz, ganz andere Bedeutung. Dann ist man nämlich auch in der Absicherung nicht so extrem eng dabei, sondern hat etwas weiteres Feld und das gibt dann auch den den Markt den Rahmen sich hier an dieser Stelle auch ein bisschen anzupassen und solange wie schon gesagt wie wir aus der Notenbanksitzung keine extreme Marktumkehr bekommen kann man das durchaus auch traden für entsprechend den weiteren Bereich das muss man alles ein bisschen sehen äh, wie das ganze hier an dieser Stelle äh, sich entwickeln kann entwickeln wird und das ganze auf die eigenen Trading Setups entsprechend mit anpassen das der Blick in australdollar kann dollar so jetzt gucke ich noch mal kurz auf die Fragen die wir hier haben. Das haben wir da. Wo? Gut. Also auf Facebook haben wir keine Fragen. Was haben wir hier? In Zoom noch? Den Dax wollen wir uns anschauen. Na klar, das machen wir. Was ist hier noch? Sagen Sie noch was zum Öl. Letzte Woche war Ihre Analyse nahezu perfekt. <laughs> Danke. Das ist ein tolles Lob, wobei ich das ja nicht beeinflussen kann. Ja? Ich kann ja hier wirklich nur analysieren und schauen, an welchen Punkten äh, möglicherweise äh, wir hier äh, Marktteilnehmer bekommen. Das sind halt die Spuren im Chart, die man lesen kann. Und wenn der Markt genau das spielt, dann kommt das halt. Man muss es halt nur lesen können. Das ist die Kunst des Ganzen. Ja? Ähm, was haben wir hier? Da soll ich noch kurz was zu sagen. US-Dollar-Index steigt seit ein paar Tagen an. Jawohl, wir dürfen das Ganze mit dem US-Dollar-Index, deswegen ist ja auch der, der Euro-US-Dollar so unter Druck geraten. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, was das Ganze ist, weil, wenn wir uns mal die ganzen, ähm, sag ich mal, Pakete, die Wirtschaftsstimulus-Pakete, die jetzt noch kommen können, nach der Wahl wohlgemerkt, ja, ähm, wenn man, man sich diese Historie, diesen historischen Verlauf auch anschaut, dann sieht man halt auch ganz klar, dass das alles ein bisschen miteinander zusammenhängt, dass immer dann, wenn diese Stimuluspakete in den USA gekommen sind, dass das ganz klar den US-Dollar geschwächt hat und dass die US-Wirtschaft deutlich auch von einem US-Dollar schwächeren US-Dollar profitiert. Das haben wir ja am Freitag auch besprochen. Ähm, und ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, wie das nach der Wahl ausgeht. Ich denke mal, es wird jetzt im Umfeld der Wahl beim Thema US-Dollar-Index ähm, auch noch, oder ja, also doch, das ist ja der DX, der US-Dollar-Index, es wird hier mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin volatil auch bleiben. Wenn wir dann allerdings die Wahl irgendwann mal hinter uns gebracht haben, also man sieht, das sind sehr, sehr viele äh, Wenn und Hätte und äh, Könnte, aber ich... Kann es jetzt leider nicht ändern, ähm, dann sehen wir, die Stimuluspakete bekommen. Und egal wer die Wahl gewinnt, es werden definitiv Stimuluspakete kommen. Und die, wenn die genauso wirken wie vorher, die werden dann den US-Dollar wieder schwächen und dann kann sich das ganze Bild umdrehen. Das heißt, vielleicht ist das auch so ein bisschen Aussiebeprozess. Also dieser hochvolatile Markt, den wir momentan haben, der ist wirklich sehr, sehr gut geeignet für die kurzfristigen Trader, ähm, die wir hier auf der Uhr haben, weil die können natürlich von diesen sehr, sehr starken Schwankungsbreiten profitieren. Und ein US-Dollar, der stärker oder schwächer wird, der wird sich natürlich auch auf die Rohstoffpreise an- oder auswirken. Aber. Gerade beim Thema Öl, der US-Dollar-Index ist gestiegen, ja, ähm, an dieser Stelle. Da sieht man halt auch, ähm, dass sowas auch wirkt. Das heißt, der steigende US-Dollar, Öl wird ja in US-Dollar bezahlt. Und wenn der US-Dollar steigt, ja, dann braucht man einfach weniger Menge dieses US-Dollars, um das Öl zu verkaufen, rein von der Wertigkeit. Das spielt hier auch mit ein. Und das, diese Korrelation. Wenn der Markt die auch weiter spielen sollte, dann äh, könnte das durchaus auch weiteren Einfluss haben. Und dann den Drehpunkt zu erwischen, das ist dann auch wieder etwas. Setzt euch dahin, schaut es euch ganz genau an, ähm, um das Ganze mal anzuschauen. Hier ist mal der WTI, hier unten. Ne? Und wenn sich das ganze Bild rumdreht, wäre das interessant. Und übrigens, hier schon mal ein kleiner Anteaser für morgen. Ich habe das WTI auf der Uhr. Ja. Ähm, die Verordnung gefällt mir momentan relativ gut. Es ist aber jetzt noch zu früh, irgendwas dazu zu sagen, weil wir haben noch einiges an Luft nach unten und der Markt, auch wenn es jetzt früh ist und die Kerze interessant ausschaut, ähm, hat das bei Weitem noch nichts zu sagen. Aber ich habe es auf der Uhr und wenn sich hier was Interessantes ergibt, Vielleicht eine interessante Trading-Idee für den morgigen Tag. Ich habe es auf der Uhr. Ähm, und wenn das Ganze sich so entwickelt, wie ich mir das vorstelle, sprechen wir morgen früh definitiv ähm, auch wieder übers Öl. Das ist ein Muss. Diese Chancen dürfen wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. So. Ju, hätten wir das und dann gucke ich jetzt noch mal ganz kurz auf den DAX den haben wir hier nämlich noch auf der Uhr das haben wir als Frage und wir schauen uns den DAX an an dieser Stelle und der DAX erholt sich ein bisschen wir haben es ja schon gesehen der DAX ist am Freitag schön nach oben gelaufen wartet mal ich nehme mal kurz die untergeordneten Marker hier raus machen das Bild jetzt ein bisschen ungünstig. Ähm, also, was wir hier momentan im DAX sehen, ist, wir sehen es hier unten, dieser Drehbereich. Wir hatten das hier angesprochen, 11.600 bis 11.300. Das ist dieses Band, was wir hier momentan im Markt liegen haben. Also hier, schaut es mal, das kommt von den hinteren Bereichen hier. Das ist das, wo der Markt sich momentan drinnen aufhält. Wir werden hohe Volatilität bekommen. Wir sehen auch, dass die 11.600 Punkte nichts sind, wo der Markt sich hier Knack einfach mal, sich's einfach so nach oben schiebt. Aber wir haben natürlich Chancen nach oben zu laufen. Das hängt jetzt alles ein bisschen an der Charttechnik und das hängt ein bisschen an der allgemeinen Nachrichtenlage zum Thema Covid-19 und zum Thema ähm, US-Wahl an diesen Punkten. Ne? Und das sehen wir jetzt hier mal im kleinen Bereich. Also wie schon gesagt, wir sehen hier entsprechend im größeren Bereich diese sehr weit gelaufene Bewegung und ein Verharren momentan auf relativ niedrigem Niveau. Deswegen müssen wir uns das Ganze jetzt mal im Stundenchart anschauen, weil dieses Verharren auf dem niedrigen Niveau, ähm, das findet auf einem sehr, sehr interessanten Level statt. Nämlich, schaut mal hier, diesen Bereich, dieser Marker hier ist momentan ähm, der Widerstandsbereich. Und da möchte ich jetzt mal ganz kurz eins aufzeigen. Schaut euch mal hier den linken Teil an, die Mitte und den rechten Teil. Das ist jetzt keine klassische Schulterkopf-Schulterformation. Ja, für eine klassische Schulterkopf-Schulterformation wäre hier nur ein Tief gewesen und dann wäre es nach oben gelaufen. Aber das Gesamtbild von der Art und Weise, von der Lesweise her, ist vom Charakter her ähnlich zu sehen wie eine inverse Schulterkopf-Schulterformation. Und wenn diese aufgelöst wird, das ist dann sozusagen eine Trendumkehrformation, zumindest im kurzfristigen Bereich, dann haben wir durchaus die Chance nach oben reinzulaufen. Und damit kommen dann auch die Marker in den Bereich, die jetzt kurz vor mir angezeichnet werden. Und zwar, schaut mal hier: Wir hätten zum einen hier dieses Level, ja, dieses Fortsetzungslevel hier und oben ganz nah drüber dieses Drehlevel. Also irgendwas zwischen 1000, äh, 11.900, oh Gott, den DAX bei 1000 Punkten, lieber nicht. <laughs> Gott bewahre. Also. 11900 bis 11960 in etwa. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt, wenn wir es tatsächlich schaffen hier mit Dynamik oben drüber zu laufen. Ausweitung nach oben dann natürlich immer in Richtung 12200, aber ob wir das tatsächlich bekommen, das wage ich mal zu bezweifeln, weil wir haben es in den letzten Wochen immer wieder gesehen, aktuell werden höhere Kurse zum Abverkauf genutzt. Also das sind für diejenigen, die diesen Schub nach oben nicht mitbekommen, oder halt nicht gegen den aktuellen Trend traden wollen. Das wären gute Anlaufpunkte, wenn wir uns den DAX hier mal kurz im Stundenchart anlaufen wollen. Wir haben ja hier den Abwärtstrend auch da. Ne? Also er läuft ja ganz stark nach unten rein. Und wir sehen halt auch an dieser Stelle, wenn wir uns das Ganze mal anzeigen lassen wollen. Die tiefe, tiefe Korrektur, die würde uns sogar bis 12.700 Punkte hochführen, ja. Das ist viel, viel Luft nach oben in die korrektive Phase rein. Und das ist hochinteressant für diejenigen, die die Korrektur traden wollen. Ja, wie schon gesagt, im Intraday-Bereich, mögliche Anlaufmarke habe ich ja schon gegeben hier. Also, wenn wir hier oben drüber fliegen, also hier durchlaufen, dann wäre das mal sozusagen die Auflösung dieser Umkehrformation, also über 11.700 Punkte nach oben rein. Und wie schon gesagt, die Anlauflevel hier in diesem Drehbereich ähm, knapp. Jetzt haben wir sogar Zahlen hier, 11.870 bis 11.960. Das wäre mal das erste Anlaufbund. Und wenn es darüber hinausgeht, wie ich schon gesagt, 12.2, beziehungsweise hier die runde Marke von 12.000 Punkten, sind durchaus Bereiche, wo wir uns in dem Rückschnapper ohne weiteres reinschieben können, wenn es tatsächlich hoch geht. Ansonsten müssen wir uns einfach damit auseinandersetzen, wie die Unterseite ausschaut. Und da raffe ich das Bild mal kurz noch ein kleines Stück zusammen. Und da sehen wir nämlich, weiter komme ich gar nicht zurück hier auf dem DAX. Das heißt, wir haben viel Abwärtsdynamik nach oben. Wir müssen uns dann irgendwo auf Tagesbasis orientieren. Und wenn wir einfach mal schauen wollen, hier... Wie schon gesagt, das Zwischentief unten drunter rein, also hier das Zwischentief vom Freitag sozusagen, als wir hier deutlich nach oben gekommen sind, irgendwas um die Marke von 11.320, das wäre mal der kurzfristige Anlaufpunkt. Und wenn der dann wegfliegt, ist der nächste Marker hier drüben. Dieses Level, was wir hier mit diesem kleinen Spike nach unten hatten, hier dieser Bereich, das wären dann die 11, äh, die 10.875 Punkte Marke auf der Unterseite. Hier, wie schon gesagt, im Spannungsfeld sehr, sehr interessant, ob es jetzt tatsächlich zu einer Korrekturausweitung kommt oder der Markt einfach wieder rumdreht und nach unten fällt. Das zum DAX. So, weitere Fragen haben wir hier jetzt an dieser Stelle äh, nicht. Hier gibt es noch mal kurz eine Frage na, zum Thema Aktien, die besprechen wir hier an dieser Stelle. Natürlich nicht, aber ich weiß, ähm, das Thema Aktien bewegt auch den einen oder anderen und äh, ich gehe trotzdem mal kurz hier ein. Wir haben auf Facebook die Frage sozusagen zu Amazon bekommen. Amazon ist natürlich eine Aktie, die Indizes bewegen kann, einfach von ihrer schieren Größe ähm, und das ist das. Äh, ich weiß, viele traden halt lediglich die Indizes, was auch super funktioniert, weil man da muss man sich nicht mit Einzelaktienanalysen befassen, aber. Beschäftigt euch doch einfach mal in eurer, sage ich mal, trading freien Zeit damit, wie so ein Index zusammengesetzt ist, wie die Gewichtung von so einem Index ist und was passiert mit einem Index, wenn eine Aktie, die wirklich sehr, sehr hoch gewichtet ist, ähm, eine starke Kursbewegung macht, wie sich das auf so einen Index auswirkt. Und da bekommt ihr nämlich so ein Gefühl für den Markt, wie sozusagen auch in der Quartalssaison so ein Index zu planen ist. Ne? Und wenn wir beispielsweise einen Tag haben, wo eine Aktie stark sich bewegt in die eine oder andere Richtung und der Index sich dadurch sehr stark mitbewegt und der Index beispielsweise gewisse Kursmarker triggert, die dann wiederum Folgebewegung auslösen können, also wie so eine Art Lawine. Das ist echt extrem wichtig für die Trading-Vorbereitung. Das kommt so ein bisschen in das Thema Marktvorbereitung auch mit rein. Das ist auch ein, ein Vortrag, den ich zur World of Trading Online mache. Das haben wir ja am 12. glaube ich, ähm, haben wir das drin. Die das genaue, genaue Zeitpunkt gebe ich hier mal noch bereit. Da ist die World of Trading Online sozusagen. Ähm, und das Thema, äh, wie schon gesagt, also das ist quasi nächste Woche Donnerstag. Das wird spannend. Und das kann man da so ein bisschen mit planen, wie man die ganze Vorbereitung auch macht, was wann die wo kommt und sich die Charts dort ein bisschen baut, weil man halt auch weiß, wieso, weshalb, warum was passiert. Weil so ein Index, der bewegt sich ja nicht einfach so, weil wir das wollen, sondern der bewegt sich ja aufgrund der Bewegung der Einzelaktien, die dort drinnen sind. Und deswegen ist das immer wichtig, dort das ein oder andere mit im Petto zu haben. Danke fürs Zuschauen für heute, auch für die Weiterempfehlung und das Lob. Es lohnt sich wie immer zuzuschauen und für diejenigen, die beispielsweise hier auch diesen ähm, starken ähm, ja, <laughs> Trade, den wir hier im Öl letzte Woche besprochen hatten, nicht mitbekommen haben, meldet euch an auf Zoom oder auf Facebook ähm, hier bei Tickmill Deutsch und schaut in die morgendlichen Sendungen rein. Es lohnt sich wirklich. Erstens gibt es immer wieder richtig gute Handelsbesprechungen und zum anderen schaut euch Tickmill an, der Broker, sehr kompetitiv, richtig klasse Kursstellung und... Die Preise sind wirklich eine feine Sache. Also, danke fürs Zuschauen und bis morgen. Bye bye.